Durch das Rollen auf einer Faszienrolle soll man Verklebungen lösen können, das Gewebe wieder freimachen und es soll auch die Regeneration fördern. Aber was ist, wenn ich dir sage, dass das kompletter Quatsch ist? Und in diesem Video lernst du einmal, warum das eben Quatsch ist, was eben wahrscheinlicher ist, was bei einer beim Faszienrollen passiert und wie du es stattdessen in der Praxis anwenden solltest, weil da machen auch viele einige Fehler. Damit herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer. Wir schauen uns, wie gesagt, im ersten Punkt jetzt erstmal an, das Thema Verklebungen lösen und Gewebe freimachen. Ja? Die Theorie dahinter oder die vermeintliche Theorie dahinter ist, dass man eben durch Inaktivität und durch wenig Bewegung, ja, dass dadurch eben diese Faszien verkleben und verfilzen und das soll eben einmal zu Schmerzen führen, das soll zu einer verhinderten Muskelmechanik führen, also dass wir zum Beispiel weniger Muskelkraft auch haben und das soll auch eben unbeweglich machen. Ja? Und die Triggerpunkte, ja, um die es ja auch mal in diesem Zusammenhang mit geht, ja, bei den Triggerpunkten ist es so, dass diese eben auch Schmerzen verursachen. Und wenn wir diese Triggerpunkte durch Druck lösen, sollen diese Schmerzen gelindert werden. Und das schauen wir uns jetzt einmal alles ganz genau an und stellen uns eben diese drei Fragen hier und fangen direkt mal an mit der ersten Frage, nämlich können Faszien verkleben? Gibt es überhaupt Verklebungen? Bei diesem Thema muss man zunächst einmal festhalten, dass es für die Diagnose einer Faszienproblematik keine evaluierten Tests gibt. Das bedeutet, es gibt keine Tests, die zum Beispiel sagen können, ah, okay, hier haben wir jetzt eine verklebte Faszie und hier haben wir jetzt zum Beispiel keine verklebte Faszie oder eine Faszienproblematik, die zum Beispiel Schmerzen verursachen soll. Ja? Also das können wir uns zunächst schon mal festhalten. Außerdem gibt es keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass wir irgendwie eine verklebte Faszie auch erfühlen können. Ja, also es scheint schon mal wahrscheinlich, dass es eben keine verklebten Faszien gibt und wir kommen auch im Verlauf des Videos nochmal auf dieses Thema zu sprechen. Aber vielleicht kennen Sie zum Beispiel trotzdem Bilder, wie zum Beispiel dieses hier, was zum Beispiel eine normale Faszie darstellen soll und eine verklebte Faszie. Und dazu habe ich jetzt keine wissenschaftliche Evidenz gefunden, was eben diese ungeordneten Faserverläufe auf sich hatte. Und deswegen haben wir da als KF-Akademie mal Experten dazu befragt, und zwar die Autoren der großen Plattform Physiomed Science. Und die haben uns eben dort geantwortet, dass solche ungeordneten Faserverläufe durchaus vorkommen können nach zum Beispiel Entzündungen oder Verletzungen, aber dass diese zum Beispiel, wenn man sie wieder belastet, sich auch wieder normal anordnen können. Das bedeutet, wenn man solche Bilder hier eben zeigt, dann hat das eher was mit einem ungeordneten Faserverlauf aufgrund zum Beispiel einer Entzündung oder Verletzung zu tun und weniger damit zu tun, dass diese Faszie eben verfilzt oder verklebt ist. Ja, natürlich ist es jetzt keine wissenschaftliche Studie, was ich hier erklärt habe, sondern eben die Meinung der Autoren, aber für mich klingt das schon ziemlich wahrscheinlich. Nun stellen wir uns mal die zweite Frage und zwar, wenn es entgegen der aktuell vorhandenen wissenschaftlichen Evidenz möglich ist, dass es diese Verklebungen gibt, können wir diese Verklebungen durch ein Rollen auf eine Hartschaumrolle denn auflösen? Und das scheint auch eher unwahrscheinlich, denn die Faszien sind nicht irgendwie locker, sondern es ist ein sehr straffes und festes Gewebe. Zum Beispiel hat man in dieser Studie herausgefunden, dass es eben unmenschliche Kräfte brauchen würde, um die Fascia lata, also diese Faszie an der Oberschenkelaußenseite, die ja eben viele ausrollen, ja, also da braucht es hohe Kräfte außerhalb des physiologisch aufzubringenden Bereiches, um diese Faszie nur um 1% verändern zu können. Genau das Gleiche war eben auch bei der Plantarfaszie, also bei der Faszie an der Fußsohle. Ja, diese konnte man auch nicht mit physiologisch aufzubringenden Kräften verändern. Man konnte es zwar bei der Nasenfaszie verändern, ja, aber ja, das gibt uns eben auch keinen Aufschluss darüber, dass es eben bei allen anderen Faszien so ist. Das bedeutet, Faszien sind sehr straffes Bindegewebe und man kann sie nicht so einfach verändern, wie diese Studie eben hier gezeigt hat. Und abschließend zu diesen beiden ersten Themen hier möchte ich noch eine Studie von Behm und Wilke aus dem Jahre 2019 zitieren. Und zwar haben die eben gesagt, dass solche Begriffe wie Verklebungen lösen, Gewebe freimachen oder auch fasziale Selbstmassage eben nicht in der Praxis verwendet werden sollten, weil sie einfach einen falschen Wirkmechanismus suggerieren, der aber eigentlich gar nicht so vorliegt. Und das bedeutet, wir können eigentlich diese beiden Fragen hier relativ eindeutig mit der momentanen wissenschaftlichen Evidenz mit Nein beantworten. Ja, das werden wir auch nochmal genauer sehen, wenn wir uns das Thema Triggerpunkte nämlich genauer anschauen. Und das ist nämlich das dritte Thema hier unter diesem Unterpunkt. Triggerpunkte kann man durch Ausrollen lösen und Schmerzen dadurch reduzieren. Ja, dazu muss man natürlich erstmal wissen, okay, was sind Triggerpunkte? Dafür gibt es keine einheitliche Definition. Aber hier zum Beispiel Behm und Wilke haben eben auch die Triggerpunkte definiert. Als Triggerpunkt wird die am stärksten gereizte Stelle in einem gespannten Muskelband beschrieben, die Nozizeptoren in diesem Bereich sensibilisiert. Nozizeptoren sind einfach sozusagen Schmerzrezeptoren. Das bedeutet einfach, dass diese Schmerzrezeptoren in diesem Bereich sensibler sind und sensibler auf Schmerzen reagieren. Ja, das ist erstmal wichtig, wenn wir jetzt über das Thema Triggerpunkte sprechen.
Und hier muss man zunächst auch wieder festhalten, dass die Zuverlässigkeit der Identifizierung von solchen Triggerpunkten einfach recht schwach ist. Das bedeutet, es gibt vielleicht einige Therapeuten, die sagen, okay, hier ist ein Triggerpunkt, der andere sagt vielleicht, hier ist ein Triggerpunkt. Also es gibt auch wieder keine valide Methode, wie man eben einheitlich Triggerpunkte bestimmen kann. Das ist auch erstmal wichtig zu wissen. Und um diese Frage hier zu beantworten, ob man durch das Ausrollen die Schmerzen zum Beispiel reduzieren kann, ja, also durch das Ausrollen der Triggerpunkte, habe ich mir auch verschiedene Studien angeschaut dazu. Und zwar in einer Studie wurde zum Beispiel die eine Wade ausgerollt, ja, und dadurch wurde die Druck- und Schmerzempfindlichkeit der verhärteten Muskelknoten auf der anderen Wade reduziert. Ja. Das, was wir daraus schlussfolgern können, jetzt sage ich gleich nochmal dazu, aber noch zwei andere kurze Studien. Und zwar wurde dort zum Beispiel die Plantarfaszie, also die Faszie in der Fußsohle, ausgerollt und das erhöhte die Flexibilität der Kniesehnen. Und in einer anderen Studie wurden die Kniesehnen ausgerollt und das erhöhte die Flexibilität in der Schulter. Ja? Und diese Studien deuten halt einfach darauf hin, dass da strukturell sich nichts verändert. Ja? Weil wie soll sonst, wenn jetzt zum Beispiel der Triggerpunkt in der Wade gelöst wird, auf der anderen Seite auch die Druckempfindlichkeit oder die Schmerzempfindlichkeit geringer sein, wenn es doch an der Struktur selbst liegt, dann müsste man ja an der anderen Seite nichts spüren. Und das genau das Gleiche zeigen ja auch diese anderen beiden Studien, wo ein Ausrollen auch zu anderen Folgen im Körper geführt hat. Und es ist einfach ein Hinweis auf einen anderen Wirkmechanismus und dass eben nichts strukturell passiert, sondern dass eher das Nervensystem damit zusammenhängt. Und das bringt uns jetzt zum zweiten Teil dieses Videos, denn dort schauen wir uns mal den möglichen Erklärungsmechanismus hinter den Faszienrollen genauer an. Und wenn man jetzt über diese möglichen Erklärmechanismen beim Faszienrollen spricht, dann muss man dazu sagen, dass das auch noch nicht hundertprozentig wissenschaftlich geklärt ist, aber dass dieser Mechanismus, den ich hier gleich erkläre, der aus aktueller Datenlage wahrscheinlichste Erklärmechanismus ist. Also, was passiert, wenn wir uns ausrollen? Und zwar geht man davon aus, dass durch diesen Druck, der zum Beispiel durch eine Rolle oder auch durch einen Ball auf eben das Gewebe ausgelöst wird, dass der natürlich vermehrte Schmerzen provoziert. Ja, also wir haben einen erhöhten Schmerz. Und dadurch werden dann sozusagen schmerzmodulierende Systeme aktiviert und dadurch wird der Schmerz danach weniger stark wahrgenommen. Das bedeutet, wir provozieren erst einen stärkeren Schmerz, indem wir ins Gewebe reindrücken oder indem wir darauf rollen, ja, und danach wird eben der Schmerz, der vielleicht schon vorher da war, gar nicht mehr so stark wahrgenommen. Okay? Das ist dieser mögliche Erklärmechanismus, von dem man heutzutage ausgeht. Und das bedeutet, das hat was mit dem Nervensystem zu tun. Und das zeigt eben auch zum Beispiel diese Studie von vorhin mit den Waden, ja, dass wenn man die eine Seite ausgerollt hat, dass es Auswirkungen auf die Schmerzen auf der anderen Seite hatte. Ja? Das würde das eben auch erklären, dass einfach die Schmerztoleranz geringer war danach. Okay? Und dazu habe ich auch noch eine andere interessante Studie gefunden. Und zwar wurden dort eben 34 Probanden in zwei Gruppen aufgeteilt. Und bei denen wurde eben die Range of Motion, also der Bewegungsumfang, bei passiver Knieextension gemessen. Das bedeutet, die saßen in so einem Stuhl, ja, und da wurde passiv eben das Knie so weit gestreckt, wie es möglich ist. Okay? Und danach, nach dieser ersten Messung, wurde eben in diesen beiden Gruppen eine Dehnung für 2x30 Sekunden durchgeführt. Und bei der einen Gruppe, das ist das Entscheidende, die eine Gruppe hat ihre Hand in ein eiskaltes Wasser reingelegt, also in ein Eiswasser. Das bedeutet, hier wurde auch ein externer Schmerz provoziert. Und das Ergebnis bei einer neuen Messung nach dieser Dehnung war, dass eben die Leute, die ihre Hand in dem Eiswasser hatten, hatten eben einen statistisch signifikant besseren Bewegungsumfang, ja, als die Leute, die nicht die Hand reingehalten haben. Das bedeutet, hier haben wir auch wieder einen Hinweis darauf, dass eben so ein externer Schmerz, ja, ein externer Schmerz, der Schmerz provoziert, dazu führen kann, dass zum Beispiel die Beweglichkeit gesteigert wird. Und was hat jetzt die Beweglichkeit genau damit zu tun? Und zwar, Beweglichkeit hat eben auch nicht nur etwas mit der Muskulatur zu tun, sondern auch wieder mit dem Nervensystem, beziehungsweise man geht heutzutage davon aus, dass eine eingeschränkte Beweglichkeit zum Beispiel an der Dehntoleranz liegt. Das bedeutet, irgendwann, wenn ich mich dehne, merke ich ja einen Dehnschmerz, ja, und der wird ja vom Nervensystem ausgelöst, ja, und das Nervensystem registriert diesen Dehnschmerz und sagt, okay, stopp, bis hierhin und nicht weiter, es entsteht der Schmerz. Und wenn man jetzt sozusagen durch dieses Eisbad einen anderen Schmerz provoziert, ja, dann wird dieser Schmerz, den man beim Dehnen eben verspürt, auch weniger stark wieder wahrgenommen. Und das hat eben wahrscheinlich zu dieser besseren Range of Motion, zu diesem besseren Bewegungsumfang geführt, bei Leuten, die eben ihre Hand in ein Eiswasser reingehalten haben. Also sehr spannend und sehr interessante Dinge. Und jetzt wollen wir uns einfach nochmal
am Ende dieses Videos anschauen, okay, wenn wir jetzt diese ganzen Erkenntnisse, die wir hatten, zusammentragen, wie können wir dann das Faszientraining oder das Faszienrollen in der Praxis wirklich nutzen und wie kann man es auch nicht nutzen? Bevor wir jetzt aber darüber sprechen, was wir vom Faszientraining erwarten können und wo wir das anwenden, noch ein kurzer Hinweis, wo wir es auf jeden Fall nicht anwenden sollten. Und zwar konnte in einer Studie herausgefunden werden, dass eben das Faszienrollen keinen bedeutsamen Effekt auf die Erholung hat, also auf die Regeneration und auch nicht auf die Leistung. Und da eben dieses Faszienrollen häufig auch gesagt wurde, ja, super nach dem Training für die Regeneration, also das ist eben nicht der Fall. Wofür können wir es jetzt genau einsetzen? Also erstens mal für eine kurzfristig bessere Beweglichkeit. Das konnte auch in zahlreichen Studien schon belegt werden und in einer speziellen Studie hat man herausgefunden, dass diese kurzfristigen Verbesserungen ungefähr 30 Minuten lang anhalten. Das bedeutet, schauen wir mal in die Praxis jetzt, stellen wir uns die Frage, okay, wenn wir jetzt beweglich werden wollen, macht das dann Sinn, sich eine Stunde auszurollen und das zum Beispiel als einzelne Trainingseinheit zu machen? Nein, das macht eben keinen Sinn, weil die Effekte nur kurzfristig sind. Macht es vielleicht aber Sinn, dieses Faszienrollen als Aufwärminstrument oder als Aufwärmroutine zu absolvieren, um sich danach im Training vielleicht besser bewegen zu können? Ja, das würde auf jeden Fall Sinn machen. Zum Beispiel, stell dir mal vor, du möchtest eben gestrecktes Kreuzheben machen, hast aber vielleicht eine nicht so gute Beweglichkeit in der hinteren Kette, also zum Beispiel in der Ischokoralmuskulatur oder aber vielleicht auch in der Gesäßmuskulatur oder auch im Rückenstrecker, dann kannst du vielleicht diese Muskulatur vor dem Training ein bisschen ausrollen, ja, und dann vielleicht von einem erhöhten Bewegungsumfang bei einem gestreckten Kreuzheben profitieren. Ja. Also dafür können wir das auf jeden Fall anwenden. Das wäre ein Beispiel dafür. Und die zweite Sache, wie wir im Faszientraining anwenden können, ist für eine kurzfristige Schmerzreduktion. Auch das konnte eben in Studien nachgewiesen werden, dass dem so ist. Das bedeutet, wenn wir jetzt eben Schmerzen reduzieren wollen, langfristig, dann bringt es eben nichts, sich einfach nur auf die Rolle zu setzen oder Muskulatur auszurollen und dann wird man schmerzfrei. Aber wir können das eben auch in bestimmten Situationen wieder einsetzen. Zum Beispiel, wenn man jetzt gerade merkt, ah ja, gerade Schmerz beim Rücken eben ein bisschen stärker oder ich habe gerade ein bisschen Rückenschmerzen, weil ich mich vielleicht den ganzen Tag noch nicht bewegt habe, dann kann ich das zum Beispiel anwenden und mich kurz rollen und danach geht es mir erstmal kurz ein bisschen besser. Oder ich kann zum Beispiel vor dem Training mich rollen, wenn ich zum Beispiel ein bisschen Schmerzen oder Verspannungen verspüre, ja, um mich danach im Training wieder besser bewegen zu können, weil Training hat eben einen wissenschaftlich erwiesenen Effekt auf den Schmerz und Training und körperliche Aktivität senkt eben den Schmerz auch langfristig, aber eben nicht alleine dieses Faszienrollen. Also genau dafür können wir das Ganze eben verwenden und ich würde euch jetzt eben empfehlen, versucht diese ganzen Wörter, Verklebungen, Verfilzungen, Gewebe freimachen aus eurem Wortschatz zu streichen und versucht es euren Kunden so einfach wie möglich zu erklären, dass es eben diese beiden Vorteile von der Faszienrolle gibt und von dem Rollen gibt. Und wenn du auch noch mehr darüber erfahren möchtest, in unserer A-Lizenz gibt es zum Beispiel eine komplette Lektion über das Thema Faszientraining. Du erhältst sogar auch ein Zertifikat zum Faszientrainer, aber eben wirklich nur, und da lernst du wirklich auch nur die Dinge, die wirklich wissenschaftlich belegt sind. Und du kannst dir mal die erste Lektion dieser A-Lizenz kostenlos mit unserem Demo-Zugang sichern. Da klick einfach mal hier auf den Link und dann kannst du das kostenlos dir anschauen. Ich freue mich, dort zu sehen. Bis dann, dein Team Kinalzig und ciao.